Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Realms of the Haunting. Gut, weiter geht's. Oh, hier ist wieder Gedöns. Ups. Hi, hi, hi. Moment. Bevor ihr hier losschießt, erstmal bitte. Lasst mich auch mal hier mitmachen. So, das war's mit euch. Allerdings auch ordentlich Leben gekostet. Schade. Na gut. Vielleicht gibt's ja hier nochmal Heiltränke zum Mitnehmen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier einmal durch. So, habe ich jetzt gerade schon wieder das gehört? Ah, ist rund. Ich glaube, die Viecher sind wenigstens weg. Das ist schon mal ganz praktisch. Ein Teleport. Der mich wohl hinbringen. Wir werden es rausfinden, mein Lieber. Wir werden es rausfinden. Willkommen. Es war sehr amüsant, mit anzusehen, wie du Belial getötet hast. Ich konnte es leider nicht selbst tun, weißt du. Die Gesetze der Hexerei hätten das wegen der ihm gewährten Unsterblichkeit nicht gut geheißen. Aber jetzt ist er tot und nur du bist übrig. Du, mein lieber Junge. Und ich. Aber nicht mehr lange. Sieh nur. Ich glaube, er will mich töten. Das wäre unklug, Adam. Das Schwert ist ohne das Symbol der Reue nutzlos gegen Florentin. Solange er sich in dieser Kammer aufhält. Das Schwert und das Symbol waren einst eine Einheit. Und diese Kammer ist der einzige Ort, an dem sie wieder vereint werden können. Nur dann, wenn die beiden zusammengefügt werden, kann mein Fleisch zerstört werden. Vergiss es. Ich kämpfe nicht gegen dich. Nicht, bis du mir gesagt hast, was mit Rebecca passiert ist. Dieses Flädchen. Du fragst mich, was aus ihr geworden ist. Ich dachte, du wüsstest die Antwort drauf. Ich bin das Einzige, was zwischen euch und der Wiederherstellung des Gleichgewichts steht. Verabschiede dich schon mal von der Welt der Menschheit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich.
Dein Wunsch ist mir Befehl. Eternity. Deine Zeit auf dieser Welt ist abgelaufen. Der Joker ist die Karte des toten Mannes. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. Wenn du Eternity gegen Florentin benutzt hättest, hättest du das hier zerbrochen, das siebte Siegel. Er hatte keine Chance. Ich mag ja dumm sein, aber verrückt bin ich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, Adam. Elf? Ich höre das Band rufen. Unsere Zeit ist fast um. Rebecca, du musst dich auch in das Geflecht einfügen. In das Geflecht einfügen? Abaddon kannte die Prophezeiung. Rebecca muss seinen Platz einnehmen. So steht es geschrieben. Es tut mir leid, Adam. Es muss sein. Das war's? Es ist vorbei? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ich musste sicher gehen, dass du es bis hierher schaffst. Ich weiß. Ich... Ich werde da sein, in deinen Träumen.
Adam. Nimm das Schwert. Stelle das Gleichgewicht wieder her. So sei es. Vater, ich weiß, mein Junge, aber wir haben keine Zeit. Du musst diesen Ort verlassen, sofort. Oder das Schicksal des Bandes erleiden. Das Gefüge wird wiederhergestellt und entwirrt. Es wird das, was Florentin und Belial hier angerichtet haben, korrigieren. Das Haus und der Tempel des Morgensterns werden sich bald in der Zeit auflösen. Wenn du noch drin bist, wirst du sterben? Jetzt, Adam, geh, beeil dich, flieh von diesem Ort. Die Zeit ist knapp. Sei vorsichtig, denn obwohl Belial und Florentin tot sind, gibt es im Tempel mit Sicherheit noch Überreste des Bösen. Leb wohl, mein Sohn. Adam! Vater, es gibt so viel, was ich dir sagen muss. Mein Junge, dein Herz hat schon gesprochen. Ah, okay, jetzt sind wir hier draußen. Alles klar. Ups, einige Gegner hier. Hallöchen. Autsch. So, wie sieht's denn aus? Ich hab ja zumindest mal keinen Timer da. Speichern können wir vielleicht nochmal. Hier war das, dann müssen wir gleich wieder an der Eingangshalle sein. Ah, haben wir doch eine Menge Zeit hier verbracht. Ja, das sieht gut aus. Oh. Das glaube ich nicht so. Oh. Bringen mir die Säulen denn irgendwas? So, lass mal kurz die Waffe wechseln. Stab, 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 Zauberstab. Das war der von Florentin, der sich nicht auflädt. Au, du machst doch ein bisschen Schaden. Na komm.
Versuche immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. Und dann war's das. Ganze gottverdammte Geschichte. Ich weiß, Sie denken, ich sei verrückt. Sonst wäre ich nicht hier. Oder? Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich möchte es lieber allein sein. Ich bin sehr müde und möchte etwas schlafen. Das ist nur zu verständlich, Adam. Sie haben eine traumatische Erfahrung durchlebt. Ach, wirklich? Sie sollten versuchen, sich ein wenig auszuruhen. Zeit für Ihre Medizin, Adam. Na, schau mal einen an. Okay, sehr schön. Ja, also dann gab es, ich weiß nicht, ob es nachher noch ein Zeitlimit, scheinbar nicht. Wahrscheinlich musste halt einfach nur das Viech besiegen. Und hatte sich ja gelohnt, dass wir den Stab dann so lange noch aufgehoben haben. Cool. Ja, sehr, sehr schönes Adventure. Wie gesagt, ich mag so Sachen mit Full-Motion-Video sehr gerne. Also bis auf die letzten Räume waren die Rätsel auch ziemlich gut machbar, muss ich sagen. Da habe ich jetzt halt ein bisschen gebraucht. Aber alles in allem sehr, sehr tolles Spiel, sehr schöne Empfehlung. Sehr abwechslungsreich und wie gesagt, wesentlich länger, als ich gedacht hätte. Aber gut, dann man hat halt auch gemerkt, dass da 3 CDs mit dabei waren. Was ja damals auch nicht so üblich war. Und ich kann es echt empfehlen. Steuerung war halt anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ist leider halt auch nicht konfigurierbar. Aber, ein Ziegener macht mit. Sehr gut. oder hat die Sprachaufnahmen geleitet. Das ist doch schön. Und, aber ging dann nachher doch mit ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, als ich mich dann einigermaßen daran gewöhnt hatte. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel. Seid beim nächsten Projekt dann mal wieder mit dabei. Mal gucken, was das jetzt wird. Und bis dahin, macht's gut. Danke für alles. Und ciao, ciao, euer Peacemaker.